Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück auf Pink Galaxy, liebe Leute. Meine Fresse, die Hotkeys gehen immer noch nicht. Heute mal ein bisschen Corona-Talk, würde ich sagen, ne? Weil das aktuelle Thema ist. Nee, weil ich einfach denke, ja, der Virus an sich ist aktuell echt scheiße. Aber wir haben viel Zeit zum Zocken. Und es ist gut. Nee, mal ganz ehrlich. Im Moment ist ja alles in Deutschland ziemlich, oder nicht nur in Deutschland, sondern generell viel einfach scheiße. Und da kannst du halt nichts gegen machen. Ja, also außer halt sich an die Regeln halten und so. Your PC act like your brain. So, erstmal den Kill wird man mitgeben. Oh, ich sterbe fast. Nee, aber im Prinzip, wenn man sich überlegt, wir sind jetzt alle zu Hause, alle am Zocken. Ja gut, das Internet ist ein bisschen überlastet und da wird jetzt die Quali schon runter reduziert und so. Gut und schön. Aber wenn man jetzt sich überlegt, innerhalb von wenigen Tagen hat sich die Natur, die Luft so viel, so stark verbessert. Tiere kommen zurück, die Gewässer, sämtliche Gewässer, die einfach viel befahren sind, ist jetzt auch alles hart reduziert, automatisch einfach viel besser. Also umwelttechnisch kann man einfach ganz klar sagen, wir sind einfach der Virus für die Umwelt. Ne? Der Coronavirus ist für uns Kacke und wir sind für die Umwelt Kacke. 1:1, das ist hundertprozentig so. So, aber darum geht es eigentlich nicht. Ich bin jetzt nicht so der Fanatiker, aber es ist einfach aufgefallen. Es ist einfach auffällig und es ist ja auch dann halt, ist ja auch Tatsache, ne? Wenn man sich jetzt dann die ganzen Maßnahmen überlegt, sowas wie Homeoffice wird da gemacht, ne? Und im Prinzip finde ich das einfach sogar eine mega geile Idee. Also ich bin jetzt nicht davon betroffen. Ich muss halt zur Arbeit fahren, weil, ne? Ich bin ein Arbeiter, ist halt so. Aber die ganzen Leute, die Homeoffice machen, die Straßen sind so viel freier. Ich komme so gechillt zur Arbeit. Ich komme von der Arbeit so angenehm zurück. Viele Leute wollen einfach auch gerne Homeoffice machen. Was ja auch angenehmer ist. Überleg mal, du hast keinen Arbeitsweg. Du stehst auf, machst den Kaffee und dann kannst du anfangen zu arbeiten. Du musst nicht erst einen Kaffee machen, setzt dich hin, fährst zur Arbeit, trinkst vielleicht noch einen Kaffee, sitzt in irgendeinem Kackbüro mit anderen Leuten. Kannst einfach von zu Hause aus arbeiten. Und das wäre doch eigentlich eine geile Idee. Aktuell, nicht den Coronavirus an sich als was Gutes anzusehen, aber sondern die Maßnahmen. Die Maßnahmen, die wir zum Teil nehmen, die als gut anzusehen und die dann auch so weiterzuführen. Leute, die einfach von zu Hause aus arbeiten wollen, Homeoffice, ne, das auch weiterzumachen. Und das muss ja auch nicht einfach durchgehend sein, sondern man kann sich abwechseln, als Beispiel, ne, weil es muss ja an vielen Firmen muss ja immer jemand da sein, so ist ja nicht. So, aber dass man da sich halt abwechselt, ne, die eine Woche bist du zu Hause, die andere Woche nicht. So, oder wirklich Leute einfach nur als Homeoffice für dich angestellt werden. Theoretisch wäre das auch familientechnisch viel angenehmer. Einfach. Und viel familienfreundlicher. Ne? Du sparst einfach die Leute sparen Geld. Der Arbeitsweg fällt weg. Umwelttechnisch ist es einfach sehr angenehm. Ja? Sehr schön. Es hat einfach so viele Vorteile. Natürlich gibt es dann immer Leute, die dann sagen, ja, aber dann fällt einem mal die Decke auf den Kopf. Ja, aber wenn man Homeoffice macht und der Virus weg ist, dann kann man ja trotzdem dann wieder rausgehen. Ne? Und man hat trotzdem viel mehr Freiheiten. Und ich muss sagen, im Büro fällt einem die Decke doch auch auf den Kopf eigentlich, oder nicht? Hm? Klar, natürlich ist halt nicht jeder für jedermann was. Manche sind einfach gerne auf Arbeit oder halt dann unter anderen Leuten und so. Und es ist ja auch, Arbeit ist ja nicht immer was Schlechtes. Ne? Wenn man sich den richtigen Job hat oder sich da arrangiert, einem das gefällt, diejenigen können auch dann gerne da bleiben. So ist es ja nicht. Ne? Aber wie viele Leute wollen einfach gerne oder wie geil ist es einfach von zu Hause aus zu arbeiten oder arbeiten zu können? Ne? Das wäre einfach so angenehm. Und ich finde wirklich, daran sollte man arbeiten. Jetzt natürlich erstmal den Virus eindämmen. Ne? Aber danach, wenn der Virus quasi weg ist, dann einfach die Resümee ziehen, was einfach wirklich im Moment gewesen ist. Hm? Und generell, natürlich weiß ich jetzt nicht, das große Ganze kenne ich jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht der Experte, der sagen kann, yo, Straßen sind frei und so, alles super, ne? Es hat bestimmt auch einige Nachteile, aber jetzt
wenn man jetzt so sieht, ist es einfach nur wirtschaftlich. Und was ist wirtschaftlich? Richtig, Geld. Was ist Geld? Einfach, da können wir nicht. Wir können mit dem Geld Sachen kaufen zum Leben. Aber Geld an sich hilft und macht uns gar nichts. Wir können das. Wenn wir krank sind, hilft es uns nicht. Es macht uns nicht gesund. Es macht uns eher krank, wenn man Schulden hat. Ne? Wirtschaftlich gesehen ja, aber letztendlich ist die Wirtschaft auch eigentlich nur, wir werden da reingeboren. Wenn man das System einfach komplett ändert, dann ist das einfach so. Vielleicht hören die Leute auch auf, einfach alles zu kaufen, kriegen mal ein bisschen mehr in den Sinn, wird da mehr selbst angepflanzt. Gärten werden nicht einfach mit irgendwelchen Scheiß zugetackert. Ne? Das wäre doch mal was. Das würde mir gefallen. Und natürlich wäre es da anstrengend. Man müsste halt ordentlich halt was ändern, wie im Vergleich zu jetzt. Aber ne, wir schaffen doch, das können wir locker schaffen. Ne? Wir sind ja einfach, letztendlich sind wir Menschen keine Idioten. Wir werden halt, wir machen uns nur zu Idioten. Aber an sich können wir einiges erreichen. Jeder kann alles oder vieles erreichen, was er möchte. Ne? Das ist halt ganz cool soweit. Und ja, das ist so mein Gedankengang. Und wenn man den weiter so durchzieht und wenn man sieht, allein was in wenigen Wochen schon allein für die umwelttechnisch und gleichzeitig ist es ja nicht umwelttechnisch, sondern automatisch ist es ja besser auch für uns, ne? Sich machen lässt. Ne? Wie geil wäre das denn, wenn man jetzt so den Knackpunkt kriegt, weil Umweltschutz ist ja aktuell ein Thema oder halt Klimawandel und jetzt einfach den Punkt kriegt, so Leute, boah, also das ist die Lösung, ne? Lass mal einfach wirklich nicht einfach Urlaub fliegen, generell Urlaub und so, ja natürlich. Jeder, der unzufrieden ist und sich unwohl fühlt zu Hause, sollte daran arbeiten, dass er sich zu Hause wieder wohl fühlt und nicht einfach dreimal im Jahr im Urlaub fliegen muss, weil, ne, Hauptsache raus von zu Hause, Hauptsache weg. Dann sollte man lieber daran arbeiten, warum will man weg von zu Hause, finde ich. Warum? Natürlich, jetzt ist die Frage, gibt es einfach von Natur aus, also wie Anführungsstrichen Couch-Potatoes und die Leute, die was machen? Aber meiner Meinung nach ist, wenn du einfach gänzlich unzufrieden bist mit deinem, meistens mit deinem Leben, mit der Situation, mit da, wo du bist, dann willst du einfach ständig in Urlaub fahren. Dann willst du einfach ständig weg. Einfach nur weg. So. Wenn du an sich zufrieden bist, dann bist du auch gerne da, wo du bist. Ne? Und zwar mit den Leuten, wo du bist. Und zwar nicht, dann musst du nicht einfach irgendwelche teuren Flüge, irgendwelche bescheuerte Scheiße machen. So ist es meine Meinung. Natürlich, Urlaub ist was schön, mal was anderes zu sehen, ist auch schön. Aber im Prinzip ist es einfach, dass verschwenderisches und dümmste, ne, ja, was es überhaupt hier existiert, ne? Ja, so viel erstmal dazu, das wollte ich nur sagen, ich, ne, nebenbei ein bisschen Gameplay, aber aktuell sind so viele, ne, Lordies und so unterwegs, die halt gerne mal dann mit ihrem Equipment kleinere Schiffe weghauen. Killvibe schreibt die ganze Zeit irgendeine Scheiße im Globe-Chat, er macht 3 gegen 1, 3 gegen 1 und wenn er dann sofort stirbt, schreibt er, hat gelaggt, ne, ist anscheinend ein Trottel, aber das ist, ne, Wave von Lord, ne? Küsst meine Augen. Außer Sebi, der hat mir einen Tipp gegeben bei Discord. Der ist eigentlich ganz nett anscheinend. Aber sonst, den Rest kenne ich nicht, also kann ich sagen, auf. Nein, auch die kenne ich nicht, aber ist halt so. Ne? Wenn Krieg ist, dann muss man immer so anheizen, beleidigen. Das ist halt so, ne? Ja, gut. So viel erstmal von meinem Talk. Aktuell bin ich wieder, ne, auch mehr am Zocken. Verschiedene Server so, also, ne? Hoffe, ihr seid dabei. Nächstes Video kommt die Umfrage, was ich jetzt als nächstes kaufen soll. Was ich machen soll, ne, seid dabei, schaut rein, abonniert mich, ne, halt bald die 200 voll. Bis dahin, tschüss.